Was? Freddy hat sich eingemacht. Was? Im Bett gemacht. Was ist Wasser in meinem Bett? Ob das Wasser ist, das weiß ich ja nun echt nicht. Ja, ob das Wasser ist. Also hier ist ja eine Toilette. Soweit schaffe ich es gerade noch. Jetzt. Ida ist auch was. Ah, du bist im Toilettenwasser. Ich muss baden. Ich muss. Ronja, und hier draußen will ich nicht baden, das ist Giftwasser. Wir sind nämlich im Gefängnis, liebe Freunde der Nacht, weil wir möglicherweise eingebrochen sind, um dieses Buch der dunklen Magie zu stehlen von Lola. Warte, ich würde dir gerne helfen, aber ich will nicht ins Wasser springen. Ich will sterben. Du kannst es schaffen. Ronja. Oh nein. Warte. Ich bin vergiftet worden. Kannst du hier rüberhüpfen? Wie soll ich denn da rüberhüpfen? Weiß ich nicht. Jetzt hänge ich hier fest. Warte, ich habe bestimmt noch, ich habe noch Erdblöcke von davor. Ja, ja, ich baue mich hier rüber. Okay, die Erdblöcke habe ich übrigens noch aus der letzten Folge. Und zwar haben wir da die Prüfung gemacht, ob wir Erdfeen sind. Sind wir leider nicht. Sonst wäre das hier alles kein Problem, ja? Sonst wären wir nicht in der Erde und, ja, wir wären auch nicht im Gefängnis vielleicht. Keine Richtig. Ahnung. Richtig, ich habe es überlebt, aber ich fühle mich nicht so gut. Das, möchtest du einen Apfel? Nein! Oder auch nicht. Gott. Hör doch auf, ins Klo zu springen. Das ist doch... Hier, wasch dich in meinem Bett. Das ist wirklich Wasser. Goddammit, okay. Easy. Aber wieso hast du ein Bett voll mit Wasser? Wieso hast du ein Wasserbett, Ronja? Hä? Wasserbetten, die sind gerade voll gefragt. Ja, stimmt auch wieder. Also, ich meine, warte mal, da ist die Brücke ist unten. Da ist jemand. Warte mal. Ist das ein Erdbeben? Was? Ah! Ich spüre es. Oh mein Gott, warte, was? Gefangene, ihr wurdet freigesprochen, alles klar, cool. Habt ihr das nicht gemerkt? Warte, das war doch ein Riesen, oder? War das ein Erdbeben? Habe ich mir das eingebildet? Nein, das war ein Erdbeben. Krass. Habt ihr das auch gemerkt? Die Beweislage hat ergeben, dass ihr nicht die Schuldigen gewesen seid. Ich glaube, dem ist das komplett egal. Der kennt das nicht anders. Hier habt ihr euer Eigentum zurück. Steht euch frei, das Gefängnis zu verlassen. Okay, Oh ja, danke für die Sachen, Sir. Dankeschön. Aber richtig, richtig merkwürdig mit den ganzen Naturkatastrophen in letzter Zeit. Ich meine, gestern hat das Dorf gebrannt. War es schon wieder? Ja, ich glaube, es ist wieder da. Oh mein Gott. War nur ein Scherz. Hast du nichts gemerkt? Nein, gar nicht. oder? Also, ich meine, jetzt mal denk mal nach, ja? Abgesehen davon, dass wir hier gerade, Gott sei Dank, aus dem Gefängnis gelassen wurden. Yeah. Wenn hier Naturkatastrophen sind, das letzte Mal war Feuer. Und da ist die Feueressenz verschwunden. Hm. Wenn jetzt ein Erdbeben ist und generell irgendwie noch weitere Sachen, dann kann ja wieder irgendwas Schlimmes passiert sein, richtig? Meinst du, dann ist die Erdessenz verschwunden? Das Erdbeben, weiß ich jetzt nicht. Das ergibt ja Sinn. Das würde schon Sinn machen. Wollen wir Feen suchen und die fragen, ob sie ihre Feen Kräfte bekommen? Ja. Okay, dann müssen wir nur... Nee, obwohl, ich weiß nicht, ich würde alle mal fragen, oder? Sicher, sicher, weil ich meine, es kann auch... Wir sollten alle fragen, aber das Ding ist, Ronja... Hier geht's lang, oder? Mhm. Ja, hier ist ein Apfelbaum. Hier muss irgendwo sein. Warte, da läuft jemand. Hallo? Da vorne. Ist das nicht der Verkäufer vom Wasserstand? Oh ja. Hallo, bist du eine Wasserfee? Hey. Hi, was ist denn? Wir müssen schnell was testen. Bist du eine Wasserfee? Ich bin eine Wasserfee. Wieso fragt ihr? Okay, ganz wichtig. Kannst du deine Kräfte noch benutzen? Und kannst du, also funktioniert das alles noch? Ja, na klar, habe ich meine Kräfte noch. Was für eine Frage. Hier, schaut. Er hat mich nass gemacht. Hast du dich eingepinkelt, Easy? Nein, er hat mich gerade nass hat, aber Easy... Hat er dich nicht nass gespritzt? Nein, ich habe gar nichts abgekriegt. Oh, Mann. Nass gespritzt, hä? Also funktioniert's ja noch. Okay, das heißt, Wasser ist auf jeden Fall schon mal kein Problem. Die Essenz sollte noch da sein. Cool, ich kann baden. Ja? Oh, stimmt. Ja. Richtige Badegeräusche. Cool, ich habe meinen eigenen Pool. Cool, Sommerurlaub und so. Komm mal mit, hör mal auf zu baden hier. Da hinten hier. Ist jemand. Wo denn? Schau mal. Oh ja, da hinten läuft jemand. Hey du! Bist du eine Windfee oder was bist du für ein Typ Fee? Ich bin eine Windfee, wieso seid ihr denn so in Eile? Wir haben eine Theorie, dass irgendwas Schlimmes passiert ist und dass wieder Kräfte verschwinden, wie bei den Feuerfeen letztes Mal. Kannst du deine Kräfte noch benutzen? Hier, schaut. Funktioniert alles einwandfrei. Ah. Was? Ah, hör auf damit! Oh Gott, bist du gegen die Wand gefußt? Okay, danke, das reicht, das reicht, das reicht. Wir glauben dir. Oh. Was soll denn das? Wieso? Ich meine, sie muss ja beweisen. Vergeht ihr sie alle an mir? Seid ihr neue Feen? Wollt ihr herausfinden, was ihr für Kräfte habt?
Nee, das ist nicht der Punkt. Wir haben halt, wie gesagt, wir haben Angst, dass irgendwas anderes passiert. Aber wir sind neue Feen. Ich bin, nee, ich bin noch nicht sicher, was wir für Kräfte haben. Ich bin nur keine Erdfee. Easy auch nicht. Das haben wir nicht geschafft. Ah, verstehe. Na, dann hoffe ich mal, es ist nichts Schlimmes passiert. Das hoffen wir auch. Aber sieht bis jetzt ja ganz gut aus, wenn du deine Kräfte auch noch hast. Okay, mach's gut. Oh mein Gott. Die ist ja riesig. Hast du die gerade aufgegessen? Die passt so eine große Möhre in deinen kleinen Bauch. Erklär mir das mal. Warte mal. Easy, bevor wir irgendwas machen. Was ich habe noch das Buch der dunklen Magie. Wollen wir das schnell zu Lola zurückbringen? Weil das Haus hier direkt da oben ist? Weil ich glaube... Also... Ja, ich lege das rein. Okay, danke. Das wäre super lieb. Ja, komm mit rein. Warte. Ja, ich halt Wache. Das kann du kannst mit reinkommen. Okay. Kannst, alles gut. Ich will es nur hochlegen. Weißt du, dass es genau so da liegt, wie es vorher lag? Oh ja, hast recht. So. Und zack, okay, ist alles gut. Super, danke. Kann das gehen am besten. Ja. Komisch, dass sie nicht hier ist, oder? Ich frage mich, was sie schon wieder macht. Ich habe die seit Ewigkeit nicht mehr gesehen, bis auf gestern, als sie sich immer wieder gedacht hat, wir beleidigen Leute. Ja, immer kurz irgendwie. Und vor allem immer, wenn irgendwas Schlimmes passiert, ist sie weg. Ja, oder? Ja. Okay, warte, Erdfee. Leo ist eine Erdfee. Finden wir Leo? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo wohnt er eigentlich. Wohnt er bei uns irgendwo? Bestimmt, oder? Wir wohnen ja alle in diesem großen Gemeinschaftsbaum. Okay, warte, von hier aus müssten wir eigentlich alles sehen können. Ist hier Leo irgendwo? Hier ist nur Kisti. Kisti! Da ist mein süßes Kisti. Hier ist meine Schweinefee. Deine Schweinefee, richtig. Das ist ja, haben wir ja letzte Folge erkannt, ist ja eine Fee. Ist ja kein Schwein, ist ja eine Fee. Eine Schweinefee, eine Schweinefee. Wer kennt sie nicht? Okay, ich würde weiter unten gucken. Warte, ich hüpfe ins Wasser, okay? Achtung, ich schaffe das. Es wird ein überragender Sprung. Oh mein Gott, nicht dein Ernst? Doch. Oh Gott. Warte. Oh, warte. So. Easy. Okay. Easy. Cheesy. Woo. Wie kann das sein? Die Blume. Wie kann das sein? Hä, wie kann man denn? Ich dachte, das kann ich so durch. Viel Wasser. Mann. Oh, meine Beine. Haben wir schon beide gebrochen? Wieder gebrochen. Naja, Füße auch kaputt. Alles gebrochen. Naja, kommt vor. Okay. Hey, wo ist der jetzt, Leo? Oder irgendeine Erdfee? Das kann ja nicht sein. Ich weiß nicht. Wie sollen wir denn unsere Theorie hier beweisen? Hier könnten wir vielleicht mal suchen. Vielleicht wohnt Leo hier irgendwo. Mhm. Ich gehe mal in das Haus hier. Warte, was? Da steht irgendwas hinter dir. Wieso funktioniert das nicht? Was funktioniert denn nicht? Wer ist Hallo? Da? Wer ist da? Oh Gott. Warte. Nach unten. Oh Gott. Hallo? Oh, das ist Leo. Hi, Leo. Lol, alles okay? Hi. Meine Kräfte sind weg und ich komme hier nicht mehr raus. Könnt ihr mir helfen? Ja, klar. Kein Problem. Wir helfen dir. Okay. Wie? Was? Der Block da ist gerade zerploppt. Okay. Vielleicht. Warte. Irgendwie, ich habe ein komisches Gefühl. Als ob irgendwie, wenn ich mich jetzt kontrolliert konzentrieren würde... Ich glaube, ich kann dir helfen, Leo. Versuch mal, Wasser zu schaffen, Ronja. Okay. Ich konzentriere mich. Okay, Wasser. Direkt vor denk mir. An Wasser. Okay. Denk an Pinkel, denk an Flüsse, denk ich an... Ich will nicht ans Pinkeln große denken. Ozeane. Oh mein Gott! Das hat funktioniert. Ja. Warte, war ich das? Hör auf. Oh, wow. Wie hast du das so plötzlich hingekriegt? Ich schätze... Ja, ich glaub, du bist eine Wasserfee. Ich bin eine Wasserfee. Ey, ich bin eine Wasserfee. Yay, cool. Dann bist du eine Wasserfee. Ja, oh mein Gott. Das ist... Dann musst du noch... Warte, dann bist du bestimmt eine Luftfee. Meinst du? Oder eine ich Erdfee? Ich weiß nicht. Oder eine Erdfee. Oder auch eine Wasserfee. Du kannst auch eine Wasserfee sein. Oder ja, eine Feuerfee. Auch sein. Vielleicht habe ich nur noch keine Kräfte. Ja, ja, okay. Keine gut. Schlechtes sein. Ausschlussverfahren. So funktioniert das nicht. Aber mega cool. Das heißt, du kannst Wasser erschaffen. Ja, scheinbar. Vielleicht kann ich es auch wegmachen. Vielleicht kann ich auch... Schau mal, Regen fließen lassen. Eine deswegen bin ich auch im Wasserbett aufgewacht. Ich habe mich gar nicht angepinkelt. Du hast recht. Ich habe genacht, wobei das Schlaf, nur eine billige Ausrede. Wandel, Träum, Wasser erschaffend. Wie man es ja auch nennt in Fachkreisen. Yes. Okay, dann war es das aber mit dieser Folge Minecraft Fairy. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann schaut unbedingt bei Easy vorbei auf dem Kanal. Der ist in der Infobox verlinkt. Da kommt die nächste Folge am Mittwoch. Und dann sehen wir uns da. Macht's gut. Ciao. Au.